Liebe Zuschauer, Corona, das treibt uns ja alle ein wenig umher und raubt uns ein bisschen die Nerven. Herr Berger, Sie haben wieder ein paar Themen mitgebracht. Was ist denn da gerade so aktuell alles im Umlauf? Vielleicht mal eine generelle Bewertung. Also heute gerade die Inzidenzzahlen mit 22.000 Neuinfektionen. Unterstrichen übrigens mit der Aussage, dass das RKI empfohlen hat, weniger zu testen. Und wenn man das in Kombination sieht, heißt das ja im Prinzip, die Zahlen gehen immer noch rasant nach oben. Das sollte uns schon zu denken geben. Übrigens Unterschied zum März 2020, also dieses Jahr. Das ist noch dieses Jahr gewesen, ist das verrückt. Man verdrängt das ja immer. Ist natürlich der, ist auch vielleicht mal eine interessante Zahl. Wir hatten ja im März, April hatten wir, glaube ich, 3 Positive hier. Und da haben alle schon, oh, jetzt haben wir aktuell, den kriegen wir heute vielleicht 110 Positive. Und es ist trotzdem eine relative Gelassenheit da. Und ich denke, da liegt doch so ein bisschen die Lösung so zwischen Hysterie und Verharmlosung irgendwo dazwischen. Wir übrigens in der Verwaltung, wir haben natürlich jetzt auch Treffer im Personal gehabt, gar keine Frage. Wir haben das so gemacht, wir haben das räumlich, zeitlich entzerrt. Das heißt, und da bin ich auch im Verständnis, aber wir haben es so gemacht, aufgeteilt, weit auseinander. Wir tragen auch Masken weitestgehend. Wir haben eine Vormittags-Nachmittagsschicht. Wir haben im Prinzip manchmal rotierende Systeme, Montag, Dienstag. Viele sind im Homeoffice, das geht eigentlich technologisch recht gut. Und wir haben es völlig entzerrt. Das heißt, mir war es wichtig, wenn irgendwo ein Treffer kommt, dass es nicht gleich 5 Leute erwischt. Wir frühstücken auch nicht gemeinsam, es gibt kein Mittagessen, weit auseinander. Ich kann das nur empfehlen. Deswegen sehen wir die Sache relativ gelassen, aber in den nachgeordneten Einrichtungen, ich habe es mal relativ aktuell mit hier, Oberschule, 22 Lehrer und dann etliche Klassen. Dann haben wir Kindergarteneinrichtungen, das sind 80% der Erzieherinnen jetzt in Quarantäne. Da können wir natürlich auch bloß noch die Notbetreuung offen halten. Also bitte ich auch um Verständnis, teilweise müssen wir jetzt zumachen. Also wenn die alle in Quarantäne gehen, wir können nicht die Erzieherinnen backen und das schlägt regelmäßig dort und dort und dort ein. Tut mir leid, also wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einrichtungen bei uns, die betroffen sind. Und zuzüglich noch Mitarbeiter. Es ist so, wie es ist. Andererseits, wie gesagt, das Leben geht weiter. Und vielleicht auch mal ein Blick in die Zukunft. Ich denke, das wird sich mit dem November, ich hatte es letztens auch schon gesagt, nicht gehabt haben. Das geht locker noch bis Ende des Jahres. Andererseits, es gibt ja so diesen berühmten Silberstreif am Horizont. Und das heißt, mit diesen da im Raum jetzt stehenden Impfstoffen könnte ja doch was werden. Also wenn alles klappt, vielleicht haben wir Mitte nächsten Jahres wieder unseren geliebten, manchmal auch gehassten Alltag zurück. Aber ich denke, das ist so die dunkelste Stunde, sagt man immer, die dunkelste Stunde ist immer direkt vorm Sonnenaufgang. Na, das klingt doch wunderbar. Und die haben wir jetzt gerade. Und insofern müssen wir alle noch ein bisschen durchhalten, sollten uns da nicht von der einen noch von der anderen Seite anstecken lassen. Ganz in Ruhe, es ist so, wie es ist. Und man sollte auch nicht die Leute, da gibt es auch schon Tendenzen, die jetzt Corona haben, die müssen sich dann Vorwürfe vorhalten lassen. Ich habe mit einigen gesprochen, die sagen, ich weiß es nicht, völlig unerklärlich. Über das Riechen ist was ganz wichtig ist. Wir haben da einen ganz interessanten Fall gehabt, die haben es nur mitgekriegt, weil die Person nichts mehr gerochen hat plötzlich. Da hat die gedacht, das ist ja völlig unüblich, riecht doch ganz massiv, muss doch irgendwas sein hier. Und dann positiv. Und insofern, da kann man niemanden einen Vorwurf machen, ganz in Stille, ganz in Ruhe. Für uns nicht einfach, weil Ding, 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 wir kriegen eigentlich ständig Meldungen, dass da irgendeiner ist. Nach vorne schauen, heute kam die Anfrage, Silvesterfeuerwerk, keine Ahnung. Ich denke, das können wir dann irgendwann Mitte Dezember entscheiden. Ich bin eh kein Freund von diesen Feuerwerken. Bei jeder Hundehochzeit wird jetzt ein Feuerwerk abgefeiert hier in diesem Land. Und das hat diese Exklusivität und diesen Reiz des Silvesterfeuerwerkes sowieso zunichte gemacht. Aber muss man drüber nachdenken, ob das Feuerwerk verboten werden sollte. Weihnachtsmarkt übrigens, kann ich auch sagen, die Entscheidung war aus meiner Sicht, bestätigt sich heute völlig richtig, weil ein Großteil unseres Weihnachtsmarktes wäre ja reingerutscht in die Verbotszeit und du kannst keinen halben Weihnachtsmarkt machen, da lassen sich die Händler nicht drauf ein. Da ist man in Grimma aber doch recht kreativ, was da die Alternativen angeht. Genau, und da hat man ja gesagt, wir wollen versuchen, trotzdem Weihnachtsgefühl zu vermitteln. Vielen Dank an alle Händler, Kirchgemeinde, wir haben uns ja zusammengesetzt, da gab es viele Ideen, es gibt ja die Nummer da mit 1, 2, 3 bis 24, die Geschäfte machen mit. Entdeckungen im Advent. Entdeckungen im Advent, genau. Der Weihnachtsbaum soll geschmückt werden. Also es gibt viele kleinere Dinge. Wir werden keinen Weihnachtsmarkt haben, aber den Weihnachtstrubel haben wir nicht. Aber wir haben so dieses Weihnachtsfeeling, das war so ein bisschen die Idee. Und da haben alle super mitgemacht und sollten sich unsere Bürgerinnen und Bürger mal überraschen lassen. Ich denke, ein bisschen was läuft, ein bisschen Weihnacht wird sein. Das klingt doch gut. Möchten Sie noch irgendwas zum Thema Corona loswerden? Ja. Bitte wäre im Prinzip bei uns wirklich mit dringenden Angelegenheiten nur vorstellig werden. Anmelden, unsere Leute kommen wirklich, ich habe das heute früh gerade zweimal erlebt, wenn die Leute eine Viertelstunde vorher kommen und dann vor der Tür stehen, tut uns das leid. Wenn es 9 Uhr heißt, dann 9 Uhr und 9.30 Uhr ist 9.30 Uhr. Nicht eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde vorher kommen und dann draußen rumstehen. Die Leute werden wirklich in der Regel auf die Minute genau reingeholt und dann wird das, was erledigt werden muss, geregelt. Unsere Strategie ist diesmal eben weit auseinander.
Wir wollen die ganze Verwaltung, die muss weiterlaufen. Wenn ein bisschen eingeschränkt, bitte ich um Verständnis, aber wir wollen permanent immer wie bisher für alles da sein. Aber die Prozesse werden sich natürlich bedingt durch Corona ein bisschen verlangsamen, aber wir sind immer für Sie da. Schön, ein gutes Schlusswort. Damit haben wir die aktuellen Infos zum Thema Corona abgehakt. Sobald es dort wieder Neuigkeiten gibt, werden wir in dieser Form auch weiter informieren. Und ja, zum Abschluss, bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund.